Hallo Let's Play hier heute mit einem kleinen Tutorial. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich aufnehme und wie ich was render und wie ich was eingebe und das ganze Gedöns. Da habe ich gedacht, ich mache mal kurz ein kleines Infovideo, wie man Let's Playt. Da habe ich mir jetzt innerlich gerade schon seit 2 Tagen will ich das Video jetzt schon machen, weil es mir da wirklich zu viel wird, die letzte Anfrage. Komme aber nicht dazu, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, aber deswegen mache ich jetzt mal ganz generell so eine Art 4-Schritte-Programm. Ja, wie fängt man das am besten an? Richtig, mit einem Plan. Den habe ich nicht, wie sonst auch nie. Darum versuche ich jetzt einfach mal ganz normal zu reden und jetzt einfach mal mir, ich sage mal so, wie ich es wichtig finde, wie man es machen sollte. Als erstes sollte man sich als Let's Player oder als angehender Let's Player erstmal überlegen, warum will ich Let's Playen? Warum will ich mich der ganzen Welt hier ein Video produzieren? Dieser Grund sollte man sich wirklich gut überlegen, weil Let's Playen ist nicht gerade, ach, ich nehme jetzt mal ein bisschen auf und lade es direkt hoch. Es ist ein Haufen Geschäft zum Teil. Es ist wirklich zum Teil so, dass ich bei Orcs Must Die habe ich zum Teil wirklich eine Stunde an dem Part gesessen, nur für Erarbeitung. Und bei, muss ich gerade überlegen, wie es heißt, Final Fantasy 6 habe ich pro 15 Minuten Part ungefähr eine Stunde geschnitten. Also es ist nicht gerade so, das nimmt man kurz auf und lädt es hoch. Das ist, kann man auch machen, aber nicht wirklich das Wahre. Mein Grund ist es, Leute zu unterhalten, die vielleicht gerade eine schwere Zeit durchmachen oder einfach mal Leute einfach vom Geschäft kommen oder von der Schule so ein bisschen zu unterhalten. Ich bin selber ja geschäftstätig und ich gucke mir auch gerne nach der Schule oder nach der Berufsschule eben oder nach der Arbeit tue ich mich auch gerne einfach daheim hinsetzen und mir einfach ein Let's Play von I Wanna Be The Collector oder Servoven angucken oder wie sie sonst alle heißen, krank und so. Ich habe auf jeden Fall genügend, wo ich mir angucke. Wenn man diesen Grund hat, muss man dann auch wirklich beibehalten und nicht gerade, es gibt keinen Grund wie zum Beispiel, ich will viele Abonnenten oder ich will berühmt werden, so welche Gründe sind nichts Wahre. Aber ich habe mir das auch schon überlegt, das muss ich rausschneiden. Tue ich aber nicht. Weil ich jetzt schon, ich kenne mich genügend. Man muss sich überlegen, eben, so welche Gründe, ich will Abonnenten, das habe ich mir auch schon gedacht, ich nur jetzt irgendwo ein neues Projekt anmachen oder da, wo Minecraft ist gerade ich krank wirklich berühmt worden ist. Ich tue jetzt das Let's Play, aber das ist jetzt wirklich keine Sache, die einem wirklich, also ich finde, man merkt zum Teil wirklich Let's Play an, die nach Abos schreien oder so, das sind keine guten Let's Player meiner Meinung nach. Man sollte sich immer eine Sache meiner Meinung nach ganz vorne stellen, für was man es macht, und die zweite Sache ist, es muss einem Spaß machen. Es gibt Leute, die reden wenig, ich kenne genügend in meinem privaten Umfeld, die einfach wenig reden und die Leute sind als Let's Player ungeeignet. Anders kann man es nicht sagen. Man muss beim Let's Play immer einen konstanten Redefluss haben. Und das ist derweil recht schwer. Ich rede in meiner privaten Zeit, ich rede wirklich viel. Wirklich sehr viel. Ich gehe vielen damit auch auf die Nerven. Weil so viele, wie ich gerade rede, rede ich auch wirklich mit Freunden. Ihr könnt gern mal, wenn ihr mal die Gelegenheit habt und Keks oder so mal trefft, das nie sein wird, gern mal nachfragen. So, das wäre Punkt 1, das Wichtigste. Dann ist das Zweite, was Let's Play ich? Das ist gar nicht mehr so einfach zu beantworten Frage. Da gibt es jetzt nicht so ein Idealprojekt. Also mein erstes Projekt war Terranigma. Das war bis heute mein Lieblingsrollenspiel. Ja, noch vor Skyrim und so, wie das Ganze heißt. Ich konnte es aber nicht Let's Playen, weil ich einfach für das Spiel nicht Let's Play fähig bin. Weil es ist einfach mir zu persönlich zu lang. Und es ist mir zu langatmig auch zum Teil, das Leveln und so. Ich muss es ja jetzt abbrechen, auch weil die Projekte weg ist, aber als Let's Play, also ich spiele es gerne privat durch, aber als Let's Play habe ich keinen wirklichen Spaß dran gehabt und das muss man sich überlegen. Man muss, ja, bei mir geht es wieder hier alles aus. Muss ich überlegen, was man am Anfang Let's Play, man sollte ein Spiel machen, das man auch gut kennt, weil wenn man anfängt zu Let's Playen, dann denkt man, so redet man nebenher und tut da ein bisschen Skillen und das wird vielen zum Verhängnis. Die spielen dann irgend so ein Spiel auf extrem schwer oder so, was sie schon ein paar Mal gespielt haben. Dann merken sie, hui, ich kann mich ja gar nicht konzentrieren, wenn ich rede. Und wenn ich jetzt aufhöre zu reden, dann macht das Video auch keinen Sinn. Dann mache ich ein Walkthrough,
Ich bin heute ein bisschen müde. Es ist auch ein bisschen spät heute. Ich will eigentlich zu Bett. Ja, langes Wochenende ist lang. Und man muss eben ein Spiel nachher, das man auch wirklich beherrscht, und man sollte es langsam angehen. Überlegt euch mal, was ihr selber 7, 8 Mal durchgespielt habt und was ihr eben noch Spaß habt. Und dann macht ein nicht direkt hochladen. Ihr macht es am besten ein Spiel einfach Let's Playen, tut ein billiges Aufnahmeprogramm machen. Ich tue gleich, das wollte ich eigentlich noch aufschlagen, das kann ich auch gleich mal machen. Es gibt zwei kostenlose Programme zum Aufnehmen, wo ich empfehle für Anfänger. Und das ist ein tolles Bild, muss ich sagen. Facebook interessiert gerade niemanden. Ja. Ja. Ihr gönnt mich mal. Einmal wäre es das Debut Video Capturing. Das kann ich gut empfehlen, das ist für Anfänger wirklich gut gearbeitet. Schönes Wort. Gut, sei Dank. Kann ich mir das auch merken. Ist gut geeignet für Anfänger und ist nicht wirklich kompliziert. Das war das erste, was ich wirklich benutzt habe. Und es hat auch noch, glaube ich, kostenlos eine monatelange Videobearbeitung. Weil das Windows-Verarbeitungsprogramm für Windows Movie Maker, damit habe ich angefangen und das war katastrophal. Ich und der Keks sind damit angefangen. Keks ist leider kein Let's Player mehr, aber es war nicht wirklich schön. Es war wirklich anstrengend, damit zu bearbeiten. Ich benutze jetzt Camtasia. Das schöne Vieh hier. Das könnt ihr euch anfangen, ist es leicht zu bedienen und man sieht ja, es funktioniert überall. Ah. Das zweite, was ich empfehle und was die meisten auch kennen würden, das muss ich überlegen. Ist Hypercam 3. Dieses Programm ist meiner Meinung nach Schrott. Ist ein einfacher Aufnahmeprogramm, so wie ich es gerade habe. Das ist Schrott meiner Meinung nach, eignet sich aber gerade für junge Let's Play, weil es noch einfacher zu bedienen ist. Damit kann man eins der beiden runterladen, was es euch gefällt. Das kostet 30 Euro. Okay, das tut mich gerade ein bisschen verwirren, weil ich habe gedacht, das ist kostenlos. Okay, jetzt bin ich ein bisschen rauskommen. Aber das. Hier, den Debug runterladen. Ich tue euch den Link in die Beschreibung packen. Mal kurz anders an hinsetzen. Danach, das ist ein Aufnahmeprogramm. Jetzt ist die nächste Frage. Was für ein Equipment benutzt ihr? Dabei gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe damals angefangen mit meinem integrierten Mikrofon in meinem Laptop. Das war eigentlich eine gute Qualität, aber es war nicht das Wahre. Danach habe ich angefangen mit dem Xbox 360. Wie heißt denn das nochmal? Headset. Die Qualität war jetzt auch nicht wirklich das Beste. Ich habe mir danach das Medusa irgendwas geholt. Link in der Beschreibung. Das war eigentlich ziemlich gut. Das empfehle ich auch weiter, wer gerade, wenn man mit Freunden spielen soll. Ich bin noch ein bisschen krank. Und das, was ich gerade benutze, kann ich auch gerade mal hier zeigen. Wenn ich mich wieder mal nicht verdrück. Google, ich suche auf Google. Miep. Du. Danke. Du. Was ich gerade benutze, ist das. Ich muss gerade überlegen, wie denn das heißt. T. Ist das hier? Hört ihr gerade die Qualität? Ist jetzt ungefiltert oder sonst was? Ist leicht gemischt. 60 Euro kostet das. Es ist mein Mann das Beste. Es ist so gut. Man braucht aber wirklich dann noch einen Ständer und einen Popkiller. Ich habe mir das damals bei meinem Musikhandel meines Vertrauens, habe ich mir dann das Zubehör gekauft. Ich kann es nur empfehlen, man sieht auch, die Bewertungen sind da ganz gut.
Ist auch nicht so teuer. Miss Medusa muss ich gerade mal nachgucken, aber auf jeden Fall, man sollte, man kann sich sowas kaufen, es ist aber nicht notwendig. Ich fand es notwendig, ich habe großen Spaß dran und ich wollte dadurch, wollte ich dann auch einfach mal besseres Equipment haben. Man kann sich immer noch steigern. Oh, ich hasse Windows 8. Muss ich mal gesagt haben. Windows 8 sagt, holt es euch nicht. Wieder auf Desktop, das ist schön. Gut, ihr habt jetzt zwei Punkte abgeschlossen, wie ich auch nicht so. Danach ganz wichtig, jetzt habt ihr euch entschlossen, ihr habt einen Channel gegründet, gerade dafür. Ihr wollt jetzt loslegen. Jetzt ist aber gerade so Debatten so nicht gerade so Ware. Gerade wenn man richtige Spiele spielen will, richtig im Sinne von DirectX, OpenGL oder so. Dazu solltet ihr euch dann Fraps kaufen. Als würde ich mich heute nicht vertippen. Fraps, das ist ein sehr, sehr schönes Programm zum Aufnehmen. Es ist sehr, sehr, sehr einfach zu bedienen, aber es hat eben auch wirklich einen Preis. Wo steht denn nochmal der Preis? Hier 30 Euro, also es geht. Wenn man wirklich damit arbeitet, ist es also teuer. Also man kann es auch gut machen. Die Bedienung ist jetzt ziemlich einfach. Das ist ein von einem anderen Kumpel von mir. Ja, ich muss meins erst neu runterladen, der hat es mir eben kurz gegeben. Ist wirklich hier ganz einfach, wenn man irgendwas öffnet, dann tut sich das direkt einklinken. Also generell hat man hier, man kann auch hier, konnte man zumindest früher noch einen Bildschirm aufnehmen, das jetzt komischerweise nicht mehr geht. Was ist hier? Mit hier kann man dann auch verschiedene Einstellungen machen, wo das angezeigt wird, die Fraps-Zahlen, wo man das verändern kann. Hier das Wichtigste ist dann für uns Let's Player dann. Es benutzt immer das Mikrofon, das als Hauptmikrofon geltet. Also ihr müsst dann die Standardeinstellungen verändern, wenn ihr gerade ein neues Mikro oder so macht, dass es angenommen wird. Dann müsst ihr hier auf Stereo Multichannel. Ich habe leider nur einen Soundchip drin. Dann könnt ihr hier die Fraps-Zahl machen. Ich mache mal 100 Fraps und tue alle 4 GB Videos splitten, weil Fraps ist gut Originalgrafik aufnehmen, es wird dadurch ziemlich schnell groß. Screenshots und so. Das ist ein schönes Programm. Des Weiteren solltet ihr euch meiner Meinung nach Camtasia holen. Und jetzt wird's teuer. Ich benutze Camtasia Version 8. Ist ein wirklich sehr schönes Teil. Ja. 300 Euro kostet das. Auch falsch. 282, also das ist ordentlich teuer. Für Mac ist es billiger, warum auch immer. Okay, hier ist Videos Bearbeitungsprogramm dabei. Also ich nehme gerade selber hier mit dem Programm auf, mit Camtasia. Hier, das ist jetzt dann, wenn ich irgendwas mit man bearbeite. Dann hat man es hier so schön alles zusammen. Wenn es funktionieren würde. Nichts drin, okay, dann findet es gerade nichts. Kann man hier
schön alles eigentlich reintun. Also man kann sich direkt alles hier reinziehen. Ich kann mal kurz zeigen, wie einfach es eigentlich ist. Jetzt muss ich überlegen, das Windows 8, wie ich da reinkomme. Ich glaube, ich habe mir da mal eine Verknüpfung gemacht zum Arbeitsplatz. Da ist sie. Ja, das wird dann auch alles so schön gespeichert. Ich habe letztens das alles gelöscht. Ich Depp. Gut. Warum es jetzt gezeigt wird, weiß ich jetzt nicht. Vorhin nicht. Das hier. Man kann es dann aber auch wirklich so machen, einfach hier reinziehen. Normalerweise. Ja, das funktioniert komisch. I'm just human. Das ist ein schönes Programm. Das wird alles schön erzählt. Kann man hier alles schön reinmachen. Man kann es dann schön bearbeiten. Und hier auf YouTube-Format und so machen. Ja, ich versuche hier gerade auch ein bisschen langsamer und alles zu reden und deutlicher zu reden. Ein bisschen lauter. Wahrscheinlich doppelt halt durch meine lauten Kopfhörer gerade, das mir gerade ziemlich weh dran. Ich kann schon splitten hier. Ich brauche hier ein Stück nicht und hier ein Stück nicht. Dann löschen wir. Hier ein Stück nicht. Dann kann ich dieses Stück schön löschen. Hab's denn hier. Kannst du mal zeigen. Es gibt hier keinen großen Unterschied. Das merkt man dann auch wirklich nicht, wenn man wirklich gescheit schneidet. Man kann Teile schön beschleunigen. Hier wird alles schön gemacht. Man kann hier wirklich gut arbeiten. Man kann Sachen einfügen, was ich gern mache. Wie gesagt, sowas mache ich gern. Noch mal so. Hallole. Irgendwas geschrieben. Irgendwas vergrößert. Lole. Fett kursiv. Gut. Rot. Und irgendwie hat das gar nicht funktioniert, auf jeden Fall. Das würde ich noch empfehlen, einfach so zum Schneiden aufnehmen. Wie gesagt, aufnehmen ist genauso einfach. Kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil es gerade ein bisschen blöd ist, das aufzunehmen, wie man es aufnimmt. So, und das wäre dann auch der Schritt 3. Und jetzt kommt das vierte und das Wichtigste meiner Meinung nach auch, wie man Let's Playt. Es geht tausende, wirklich zigtausende Let's Player auf der Welt und die Erfolgreichen zeichnen sich durch Individualität, schönes Wort für Scrabble, aus und das sollte man versuchen zu schaffen. Also es ist ein Mal, dass man, wenn man anfängt, versucht, sich an seinen Lieblings-Let's Player ein bisschen zu machen. Also ich habe, das fällt mir auch, ich gucke mir gerne auch so junge Let's Player an oder jung im Sinne von neu, wo dann auch wirklich dann auch Talent hin. Denn wo ich damals wirklich gern geguckt habe, war Masterful 100. Was ist 1000? Keine Ahnung. Hat leider aufgehört. Auf jeden Fall, das war ein schöner, war ein netter, schöner Let's Play, hat viele Fehler gemacht, aber kann man ja darauf hinweisen. Auf jeden Fall, man muss sich immer bewusst sein, dass man als Nachahmer natürlich Erfolg hat, wenn man die ersten, sagen wir, das erste Projekt in Anführungszeichen einfach mal versucht, jemand nachzumachen und so ein bisschen dann so versucht, seinen eigenen Stil rauszuentwickeln, wird niemand schreien oder sagen, mä, 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 mä. Aber wenn man es dann wirklich einen eigenen Stil hat, dann macht einem die Sache auch viel mehr Spaß und auch Durchhaltevermögen ist dann auch besser. Wenn, weil man hat auch wirklich mehr Spaß. Ich weiß nicht, ob das sich das gerade komplett wirr anhört. In meinem Kopf ergibt es gerade Sinn, aber wenn ich gerade selber zuhöre, dann ergibt es gerade ein bisschen wenig Sinn.
Man sollte eben, wie soll es, ich versuche es jetzt mal anders auszudrücken. Mit seinem eigenen Stil steigt auch Dings den Spaß am Let's Playen. Was ich eben dann auch ein bisschen blöd finde, sind dann wirklich Leute, die dann auch gerade auf jüngere Let's Player immer so schreiben: Ey, mach doch wie Gronkh und ey, mach doch wie Let's Player X200. So, auf solche solltet ihr gar nicht hören, wenn ihr dann euch so welche hört. Einmal ignorieren, weil ihr seid nicht krank, ihr seid nicht geil, kein, ihr seid nicht Emiro, ihr seid nicht German Let's Play oder sonst wie sie alle heißen. Ihr seid euer selbst und so solltet ihr euch geben. Und ihr solltet auch versuchen, wirklich noch, wenn ihr gerade was blind spielt oder was spielt, dass ihr vorgibt, blind zu spielen oder so. Dass ihr es dann auch wirklich sagt, dass ihr es kennt, wenn ihr es kennt. Und nicht schreiben bleiben zu tun, als wärt ihr überrascht oder so. Das habe ich schon bei ein paar bemerkt. Es gibt wirklich, gerade jüngere, ich sage jetzt mal Gruppe 10 bis 15, kriegen das nicht richtig hin, sowas zu verschleiern. Und das hört sich dann so scheiße an. Dass man da wirklich wegschaltet. Seid da ein bisschen ehrlich, als wenn ihr es so tun wollt, als sei es blind, dann tut es so auffällig machen. Also sagt, ich kenne Spielschirm. Oh, jetzt gehen wir in die Höhle. Oh, was könnten hier kommen? Oh mein Gott, da ist hier ein brennendes Viech. Hi, treffen wir uns mal wieder. Irgendwie so machen. Könnt's machen, wie es wollt. Weil das steigert dann aber auch schon ein bisschen den Wert. Was ich noch sagen möchte, ist dann gerade Hater. Lasst euch nicht auf Hater ein. Wenn irgendjemand sagt, ey, Daumen runter, du bist scheiße oder so, dann freut euch. Freut euch doch einfach, dass es jemanden gibt hier, der es wahrscheinlich so gut geht, dass er sich über ein Video in YouTube aufregen muss. Oder redet es euch einfach schön oder macht, was ihr wollt. Auf jeden Fall geht auch sowas erst gar nicht ein. Wenn dann, solange es keine konstruktive Kritik ist, zum Beispiel, mir gefällt es jetzt nicht, dass du die ganze Zeit YOLO sagst. Kannst du das bitte lassen? Sowas solltet ihr wirklich hören. Aber nicht auf welche, die euch nur beleidigen. Sowas einfach ignorieren. Ich habe auch schon einen Let's Player gesehen, der deswegen aufgehört hat, weil er zugehatet wurde, weil er eben einen ziemlich rassistischen Humor zum Vorschein gebracht hat, den ich dagegen wieder ziemlich gut gefunden hatte. Das war seine Art. Und wenn man gerade, ich glaube, ich weiß, auf was ich hinaus will. Und zweitens, überarbeitet euch nicht. Das ist, was mir auch schon passiert ist. Ich habe ein Projekt, welches war das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Doch, Limbo war es damals. Am Anfang gezeigt, ich wollte es am einen Stück aufnehmen, habe es auch um ein Stück aufgenommen. Die ersten drei Parts sind schön sehenswert, muss ich sagen. Und danach habe ich keine Pause gemacht, ich habe es einfach durchgespielt und aufgenommen. Es war nicht zu lang, es waren 3, 4 Stunden. Und ich habe selber gemerkt, am Ende habe ich kaum noch geredet, einfach weil ich nichts mehr zu reden hatte. Ihr solltet wirklich dann, wenn ihr ein schönes Projekt habt, immer so ab und zu mal eine halbe Stunde Pause machen oder so. Jedes Mal, wenn ich oder so in diesem Part, könnt ihr das mal bitte unten reinschreiben, wie oft ich jetzt oder so, dies mitberechnet, in diesem Video gesagt habe. Und warum flackert meine Maus? Sie also will mich umbringen. Puh, und nochmal ganz zum Schluss. Das, was ich eh noch im eigentlichen anderen Video mache, das mache ich jetzt auch noch ganz kurz. Ja, mal ganz kurz raten. Nein, das wollte ich jetzt nicht, aber wenn jemand sagt, was er spielen sollte, das ist auch so eine Sache, wo Grauzone. In erster Linie müsst ihr wissen, was euch Spaß macht und nur das spielen, was euch auch Spaß macht. Ich habe auch schon Projekte hochgeladen, wo mir keinen Spaß gemacht haben, wirklich zum Beispiel. Wie ist das nochmal? Ach ja, Happy Hippo. Das will ich auch spielen, das war jetzt, habe ich da, sagen wir, eine Wette ich verloren. Das macht mir jetzt nicht so viel Spaß, ich spiele es trotzdem, also Spaß macht mir schon aber so viel. Aber was mir immer öfters vorgeschlagen wird, ist Minecraft. Ich soll Minecraft spielen. Let's Play zu Minecraft. Kommt irgendwann mal Minecraft. Ich abonniere dich, wenn du Minecraft Let's Plays und meine 20.000 Homies auch. Ich werde niemals Minecraft Let's Playen, weil ich daran keinen Spaß habe.
Wenn es mehrere Anfragen gibt wegen einem Spiel, dann solltet ihr euch das vielleicht angucken und dann sagen, ja, das könnte jetzt, kann ich mal Let's Playen, ein, zwei Parts zur Probe, oder nein, ich lasse es. Aber ihr müsst immer entscheiden, was ihr als Spiel. Ich kann euch nicht, ich sage jetzt nicht, ihr sollt nur machen, was ihr wollt. Wenn ihr auf Fame auf seid, dann macht es auf Fame oder so. Aber ich jetzt, das wollte ich einmal sagen, das Video gibt es eh tausendmal. Na dann, lasst es raus. Oh, 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 oh.